Immer mehr Notrufe erreichen die Duisburger Feuerwehr über Facebook. Die erinnert jetzt eindringlich, bei Gefahrenstellen und Notfällen den Notruf über die 112 zu wählen. Facebook, Twitter oder WhatsApp sind keine Notrufleitungen, unterstreicht die Feuerwehr. Das hat zwei Hintergründe. Die Beamten der Leitstelle können in einem Telefongespräch wichtige Nachfragen zur Situation vor Ort stellen. Und die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben nicht rund um die Uhr online aktiv. Nachrichten würden deshalb teilweise erst spät gelesen. Nach dem rechtsextremistischen Anschlag in Hanau mit 11 Toten demonstrierten am Samstag in Duisburg rund 600 Duisburger gegen rechte Gewalt. Das Bündnis Duisburg stellt sich quer rief zusammen mit dem internationalistischen Bündnis gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg und der Duisburger Montagsdemo zur Demo vor dem Hauptbahnhof auf. Nach einer Schweigeminute für die Opfer gab es vor allem Kritik an der Regierung und insbesondere an AfD-Politiker Björn Höcke. Der Anschlag in Hanau ist die traurige Fortsetzung einer Reihe von rassistischen Mord- und Terroranschlägen in Deutschland und auf der ganzen Welt, so eine Sprecherin des Bündnisses Duisburg stellt sich quer. Das Sophie Scholl Berufskolleg und der Verein Hamburg 07 bilden gemeinsam DFB Junior Coaches aus. Dazu haben beide Institutionen einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Schüler des Maxlohr Kollegs aus dem Leistungskurs Sport des Bildungsganges Freizeitsportleiter sollen als Praktikanten beim Traditionsverein die Möglichkeit bekommen, eine Ausbildung zum DFB Junior Coach zu machen. Berufsschüler mit dem Ausbildungsschwerpunkt Sport bekommen dann nach Absolvierung des Praktikums das Zertifikat Junior Coach des Deutschen Fußballbundes. Der Verein Hamburg 07 strebt dabei eine Zusammenarbeit mit dem Verband an. In den Altpapierbehältern in Duisburg landet immer mehr Müll, der dort nicht hineingehört. Die Wirtschaftsbetriebe haben dagegen jetzt Konsequenzen angekündigt. Es könne zukünftig vorkommen, dass fehlbefüllte Altpapierbehälter nicht geleert werden. Auch die Papierbündelsammlung sei davon betroffen, so die Wirtschaftsbetriebe. Die Kolonnen, die Sammlung und Leerung des Altpapiers vornehmen, werden verstärkt auf Verunreinigungen achten. Wird ein Altpapierbehälter wegen Fehlbefüllung stehen gelassen, kann eine kostenpflichtige Nachleerung je nach Behältergröße zwischen knapp 22 und 44 Euro kosten. Bestürzung beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Duisburg. Unbekannte haben ein E-Lastenrad vom ADFC gestohlen. Die Lastenräder werden vom ADFC kostenlos verliehen. Sie haben vorne eine auffallend große Holzbox mit Sitzbänken, einen großen Lenkbügel anstelle eines klassischen Lenkers und einen Elektroakku unterhalb des Gepäckträgers. Der ADFC zeigt sich bestürzt darüber, dass es Menschen gibt, die soziales Engagement auf die Art und Weise zunichte machen. Der Fahrradclub hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um sein Lastenrad wiederzubekommen. Anlässlich des Tags der Nachbarn möchte die Stadt Moers ihren Titel als nachbarschaftlichste Stadt Deutschlands verteidigen. Den hatte Moers im letzten Jahr in der Kategorie Großstadt von der nebenan.de Stiftung erhalten. Beim Tag des Nachbarn am 29. Mai geht es in ganz Deutschland darum, den lokalen Zusammenhalt zu fördern und Anonymität entgegenzuwirken. Informationen über die Veranstaltungen am Aktionstag bekommen Sie im Internet. Die Stadt Duisburg will ihr Kita-Personal aufstocken. 80 neue Stellen werden geschaffen, um die städtischen Kindertagesstätten im gesamten Stadtgebiet personell zu verstärken. Für die gesuchten Erzieher mit staatlicher Anerkennung und für die Kinderpfleger sind auch verschiedene Teilzeitmodelle möglich. Die persönlichen sowie fachlichen Voraussetzungen für eine Bewerbung können der Stellenausschreibung auf der städtischen Internetseite entnommen werden. Bewerbungsschluss ist der 24. März 2020. Die Initiative Düsentrieb eröffnet am 26. Februar ein weiteres Repair-Café in Wannheim. In den Räumlichkeiten von Offene Tür Biegerhof, des Roten Kreuzes und der GEBAG bieten die Betreiber ab sofort einmal im Monat die Möglichkeit, kaputte Elektrogeräte oder Computer unter fachkundiger Anleitung zu reparieren. Im City Wohnpark in Hochfeld bietet die Initiative Düsentrieb bereits seit 2018 ein Repair-Café in Räumlichkeiten der GEBAG an. Düsentrieb versteht sich als offenes Technikangebot und führt vorrangig Jugendliche ab 12 Jahren in Workshops und Mitmachwerkstätten an MINT-Berufe und Themen heran. Der Eintritt in die Repair-Cafés ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich.
Mit Dauernieselregen und Wind ging es heute durch den Rosenmontag. Morgen dürfen wir uns aber auch wieder über mehr Sonne freuen. Der Dienstag bringt zwar am Morgen und am Abend wieder etwas Regen, im Laufe des Tages scheint aber auch oft die Sonne vom Himmel. Es bleibt allerdings windig und die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 und 10 Grad. Am Mittwoch ist die Sonne dann schon wieder fast gar nicht zu sehen. Es wird den ganzen Tag grau und nass. Auch die Werte fallen nur noch auf maximal 5 Grad. Der Donnerstag zeigt sich unbeständig, der Himmel bleibt überwiegend grau, immer wieder sind leichte Schauer möglich. Die Sonne zeigt sich aber auch ab und zu bei Höchstwerten von 6 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Vorsicht, liebe Autofahrer, die Ordnungshüter sind zurück aus den Karnevalsfeierlichkeiten und kontrollieren morgen wieder fleißig das Tempo. Geblitzt wird am Dienstag unter anderem auf der Husemannstraße in Hochheide und auf der Kruppstraße in Neudorf Süd. Und Baustellen behindern vielerorts die freie Fahrt. In Düssern ist aufgrund von Kanalbauarbeiten die Martinstraße gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Moltkestraße und Hasenkampstraße. Die Lutherstraße, die Moltkestraße und die Straße hinter der Kirche sind im Einmündungsbereich der Martinstraße zur Sackgasse umfunktioniert. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende März. Und in Beek laufen ebenfalls Kanalbauarbeiten in der Friedhofstraße. Die ist durch die Arbeiten von der Werntgenstraße bis zur Straße im Rönsbergshof abschnittsweise voll gesperrt. Bis August 2020 ist hier mit Einschränkungen zu rechnen. Studio 47 wünscht eine angenehme Fahrt. Kommen Sie gut in die neue Woche.